So, also hier der zweite Teil zum Innenwinkel beim Dreieck aus drei Geraden. Wir haben immer noch unser Schema hier. Drei Schnittpunkte ausrechnen, eine Skizze machen, die Steigungswinkel berechnen, das kann man natürlich auch umdrehen, und dann die Skizzenanalyse machen. Ja, man kann auch, wenn man lustig ist, erst die Steigungswinkel berechnen. Aber wir wollen das hier nach dem Schema, steht ja da, rechnen. Also setzen wir diese beiden gleich, steht da 80x plus 400 ist gleich minus 0,1x plus 200. Rechnen wir plus 0,1x, 80,1x plus 400 gleich 200, rechnen wir minus 400, steht da 80,1x gleich minus 200. Dann teilen wir das Ganze durch 80,1 und kommen ungefähr bei x gleich minus 2,5 raus. Ja, für S1 geben wir also dem x-Wert schon mal die minus 2,5 und setzen dann die minus 2,5 tatsächlich auch mal hier ein, sind dann 80 mal minus 2,5 plus 400 ist dann tatsächlich 200 als y-Wert. Ich habe jetzt also minus 2,5 hier eingesetzt, weil das eine der beiden Funktionen ist, die daran beteiligt sind. Gut, das ist also y1 und y2. Ja, die Schnittgerade davon. Dann kann ich nämlich hier einfach so weitermachen, muss nicht so viel schreiben wie beim letzten Mal. Und nehme dann hier also die minus 14x plus 300. Ist dann mit y1 und y3 kriege ich S2 raus. Rechne auch hier das gleiche, plus 14x sind dann, nee, nicht das gleiche, aber das gleiche Schema, plus 400 ist gleich 300, ui, minus 400, guck mal, habe ich da schon vorwegnehmen wollen, 94x gleich minus 100, teilen wir das Ganze durch 94, kriegen wir raus, x gleich, so, jetzt steht da minus 100 durch 94. Für unsere Zwecke ist das ziemlich nah an 1 dran, sind irgendwie minus 1,06, also steht hier als Skizzengeschichte reicht minus 1. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und mit y2 und y3 kriegen wir dann S3 raus, aber vorher sollten wir natürlich, wenn wir das hier schon so aufschreiben, auch noch den y-Wert ausrechnen. Das heißt, y ist dann gleich, wenn wir minus 1 hier einsetzen, steht da minus 80 plus 400 und das sind, ne, minus 80 plus 400 gleich 320. So, S3 besteht aus y3 und y2. Minus 0,1x plus 200. Hier rechne ich also plus 14x, steht hier 13,9x plus 200 ist gleich 300. Und bei dieser Sache ist natürlich auch so, wenn du dir ja jetzt drei solche Dinger hinklatscht, um das mal zu üben, merkst du, dass du natürlich dann beim dritten wahrscheinlich schneller geworden bist, als schon beim ersten warst. Ja, und dann kannst du dir auch sagen, okay, ich will das Ding hier in 10 Minuten oder was, will ich das ausrechnen, die Innenwinkel beim Dreieck aus drei Geraden. Meistens hat man ja auch noch ein bisschen mehr schon vorher ausgerechnet, das ist ja meistens eine Teilaufgabe. Gut, also minus 200, dann steht da 13,9x ist gleich 100, dann teilen wir das Ganze durch 13,9, auch ruhig mit einem Taschenrechner, 100 durch 13,9 ist dann x ungefähr 7. Und y ist dann, wenn ich das in eine der beiden Beteiligten eingebe, minus 14 mal 7 plus 300 ist dann tatsächlich 202. Dann haben wir hier die 7 und die 202 stehen. Gut, jetzt sind diese beiden Dinger hier natürlich relativ nah beieinander dran. Deswegen ist es da schon wieder grenzwertig, ob das hier mit dem Geschlumpe, was ich hier gemacht habe, tatsächlich funktioniert. Aber ich kann das ja auch nochmal mit 100 durch 13,9 ganz genau rechnen. Das sind nämlich 7,12. Wenn ich das mal minus 14 rechnen und plus 300, dann kommt da tatsächlich 199,28 raus. Deswegen an der Stelle, ich habe zwar gesagt schlumpen, aber man soll da vielleicht dann doch nicht so viel schlumpen. Jedenfalls die 7, die ist dabei wurscht, aber das hier müssen 199 sein, denn dieser Wert hier muss tatsächlich unterhalb dem sein. Das werden wir aber gleich in der Skizze sehen. Gut, jetzt machen wir mal die Skizze und die sieht dann ja so aus, dass wir eine y-Achse haben und eine x-Achse haben. Und jetzt gehen wir zu minus 1, minus 2, minus 2,5. Minus 1 haben wir ja auch noch.
Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist letztendlich völlig egal, wie die Abstände sind. Wichtig ist nur, dass die minus 1 vor der minus 2,5 kommt. Und bei den Dingern ist natürlich jetzt relativ wichtig. Irgendwie. Die 199 muss weiter unten kommen als der von minus 2,5. Und der von minus 1 muss der oberste hier sein. Und dann können wir nämlich jetzt dabei sehen, dass wir tatsächlich zwei Geraden finden, die fallen und eine, die steigt. Das ist eine ganz mistig beschissene Zeichnung, die Skizze, die ich gemacht habe, weil, also die ist natürlich überhaupt nicht genau. Ja, hier ist 320 und hier ist 199 und hier ist 200 und ne, 200. Das ist völliger Blödsinn. Ja, 199 und 200 ist fast so weit auseinander wie 200 und 320. Aber das ist jetzt natürlich nur, damit wir uns hinterher sicher sein können, dass wir das richtige Dreieck gebaut haben. Ich mache diese Skizze hier nochmal ein kleines bisschen gröber. Und zwar mache ich die so. Völlig, also das ist egal, ob die hier links sind oder rechts sind. Es geht nur darum, dass eine so geht. Und dann gehen hier diese beiden, treffen sich hier halt. Das ist zu wenig Platz. ich muss ja nachher, für die Skizzenanalyse muss ich ja noch was überhaben. Ja, also nehme ich das ganze Ding, ich habe mir das jetzt ungefähr gemerkt, wie das aussieht und gehe jetzt hier so dabei und sage, zwei fallen und eine steigt. So, und jetzt habe ich hier natürlich, ne, ist noch nicht gut genug, die Skizze. Sondern wir müssen hier richtig, richtig gute Winkel nachher finden. Vielleicht mache ich dazu auf Anfrage auch nochmal Videos, wie man diese Skizzen tatsächlich dann sinnvoll macht. Und dann sieht das hier nicht so aus wie Rumgeeier. So, wir nehmen jetzt mal dieses Ding und setzen das hier so an. Dann haben wir nämlich, wenn das, je steiler wir das machen, es geht nur darum, dass es steigt, dann können wir hier dieses Ding, also diese Gerade, ein bisschen steiler machen und diese Gerade auch noch ein bisschen steiler machen. Das, finde ich, ist schon mal eine bessere Variante. Das Dreieck ist zwar viel kleiner geworden, aber das ist dabei wurscht. Ja? Denn jetzt berechnen wir ja nach einer Formel die Steigungswinkel und dann hinterher ist es wurscht, ob die hier realistisch ist, die Zeichnung. Es geht nur darum, dass es tatsächlich dieses Dreieck ist und dass wir nicht zum Beispiel diese steigende Funktion an diese Stelle zum Beispiel gebaut hätten, weil dann würden wir nämlich dieses Dreieck berechnen wollen und das wäre das falsche Dreieck. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Skizze so haben, dass wirklich ein Dreieck entsteht, das so ähnlich liegt. Gut, genug gefaselt, Steigungswinkel. Alpha 1 ist gleich Arcus Tangens von M1. Alpha 1 gehört zu Y1 und M1 ist die Steigung davon. Alpha 1 ist, wenn wir hier 80 einsetzen, tatsächlich 89, so und so viel Grad. Ich tippe das mal direkt nochmal, kannst du auch direkt machen. Inverse Tangens von 80 Grad sind 89 Grad. Das heißt, dieses hier sind 89 Grad. 89,28, das müssen wir jetzt genau machen. 0,28 Grad, wenn wir das jetzt auf zwei Nachkommastellen runden wollen. Hier kann ich nur die 89 reinschreiben, damit ich das hier übersichtlich noch habe, weil hier geht es nachher in der Skizzenanalyse darum, abzuschneiden, was das denn eigentlich hier alles ist. Diese hier zeichne ich schon mal ein bisschen länger, denn jetzt machen wir das gleiche auch nochmal für Alpha 2. Ist dann Arcus Tangens von minus 0,1. Also tippe ich 0,1 minus Inverse Tangens oder Shift Tangens kommt raus minus 5,71 Grad. Und Alpha 3 ist dann ja Arcus Tangens von minus 14 Grad, sind dann minus 85,91 Grad. Wo sind die Dinger jetzt? So, jetzt ist es gut, dass wir hier Y1 und Y2 rangeschrieben haben. Denn Y1 ist ja die steigende Funktion und Y2 ist die ein bisschen flacher fallende Funktion oder die flacher fallende Funktion. Das heißt, dieses hier ist S1. Warum ist das wichtig? Wir wissen ja, dass S1 aus Y1 und Y2 besteht. Dieses hier ist definitiv Y1, denn das ist die einzige Funktion, die steigt, die also einen positiven Steigungsfaktor hat. Und dieses hier ist dementsprechend jetzt Y2. Und dieses hier ist Y3. Deswegen können wir auch sagen, Alpha 2 ist tatsächlich dieser hier. Das sind minus 5 Grad und dieses hier sind minus 85 Grad.
Das bedeutet, dass dieses hier 5 Grad sind und dieses hier sind 85 Grad. Ja, und jetzt suchen wir uns in der Skizzenanalyse Dreiecke raus. Wir wollen ja diese Winkel haben. Das ist Alpha, das ist Beta, das ist Gamma. Alpha, Beta, nee, Gamma, das ist... That's Gamma. Gamma und dieses hier ist Beta. Alpha, A, B, C. Alpha, Beta, Gamma. So, jetzt können wir gucken, was wir denn hier jetzt für Winkel haben. Gucken. Zum Beispiel können wir uns dieses Dreieck nehmen, von dem Punkt bis zu dem Punkt bis zu dem Punkt. Warum nehme ich dieses Dreieck? Es ist letztendlich fast egal. Ich kann auch diesen Punkt nehmen, den Punkt und diesen Punkt, dann kriege ich sofort Gamma raus. Ist auch schön. Und zwei von den Sachen muss ich auf jeden Fall machen. Also, das machen wir jetzt mal. Ich nehme diesen Punkt und diesen Punkt und den Punkt, da wo sich Y3 und Y1 schneiden, also S2. S2. Den Winkel will ich bestimmen. Und ich weiß, die Winkelsumme in einem Dreieck ist 180 Grad. Das heißt 89 Grad plus 85 Grad plus Gamma ist gleich 180 Grad. Und dabei ist natürlich jetzt wichtig, dass wir hier nicht die gerundeten Werte nehmen. Ich mache jetzt hier allerdings auf gerundet, weil ich die gerade abgewischt habe, hätte ich beinahe gesagt, und weil es mir hier eher aufs Prinzip drauf ankommt. Die zusammen sind 174, wenn wir also minus 174 Grad rechnen, ist Gamma gleich 6 Grad. Ist natürlich ungefähr jetzt. Ja, das heißt, wir schreiben schon mal Gamma gleich 6 Grad. Jetzt brauchen wir nur noch Alpha oder Beta, damit wir dann hinterher auf diese gleiche Art und Weise in den Innenwinkeln, mit den Innenwinkeln klarkommen. Gut. Also suchen wir uns das nächste Dreieck. Ich habe ja schon eins vorgeschlagen, das, wo der 89 Grad Winkel dran ist, das, wo hier der 5 Grad Winkel dran ist, und dann kriege ich diesen Winkel hier raus. Nennen wir ihn meinetwegen Epsilon. Ist völlig wurscht. Den dürfen wir auch Drölf nennen oder Häuschen. Ist aber natürlich keine gute Bezeichnung. Epsilon ist jetzt gleich 180 Grad minus 89 Grad minus 5 Grad, was eine Umstellung dieser Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad Formel ist. Und wir können es hier in diesem Fall sofort ausrechnen. 180 minus 89 minus 5 ergibt tatsächlich 86 Grad für Epsilon. So, jetzt baue ich das hier mal nach. So, dieses hier sind 86 Grad. Und insgesamt sind das 180 Grad. Weil das ist ja quasi ein Halbkreis hier, wenn wir so wollen. Und deswegen ist der Winkel hier dann 180 Grad minus 86 Grad. Ist gleich 94 Grad. Ne? Man sieht, es ist eine total beschissene Skizze. In dem Fall geht es sogar noch. Aber Alpha ist jedenfalls jetzt gleich 94 Grad. Dann ist Beta... Nach der Winkelsumme im Dreieck können wir entweder sagen Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad. Und dann hier Alpha und Beta ein, Alpha und Gamma eintragen. 94 plus Beta plus 6 Grad gleich 180 Grad. Dann sind das zusammen 100 Grad, also minus 100 Grad. Dann kocht's. Beta ist gleich 80 Grad. Dann haben wir Beta gleich 80 Grad bestimmt. Und... mal gucken, wie lange wir gebraucht haben und mal gucken, wie lange du brauchst, wenn du dir selber 3 Grad auf den Tisch haust. Hier ist jedenfalls mein Schild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.